Ein herzlich willkommen heute wieder zurück zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute geht es um das Thema Stressmanager und wir zeigen dir, wie dein Rasen durch die trockene und heiße Phase im Sommer am besten unbeschadet durchkommt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall gerne dran. Jeder kennt es im Sommer, wir haben das Problem mit braunen Flecken, der Rasen sieht nicht mehr grün aus und einfach das Gegenteil zum Frühjahr, wo der Rasen richtig wächst und grün ist. Und da wollen wir jetzt im Sommer entgegenwirken und da hilft unser Stressmanager. Der sorgt nämlich gerade dafür, dass der Rasen einfach grün durch den Sommer kommt und durch die Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Kalium, was wir gleich noch drauf eingehen, den Rasen einfach stabil und robust gegen diese Hitze und die Trockenphase macht. Um was handelt es sich denn für einen Dünger bei unserem Stressmanager? Was sind coole Vorteile davon? Es handelt sich hierbei um einen speziellen Kaliumdünger, der aus 1200 Meter Tiefe nachhaltig abgebaut wird, wodurch er sehr umweltfreundlich, gerade auch für Hunde und Kinder, überhaupt kein Problem ist. Des Weiteren haben wir einiges an wichtigen Spuren und Mikronährstoffen in dem Stressmanager enthalten, was gerade in den stressigen Phasen im Sommer oder aber auch im Herbst und Winter essentiell für den Rasen notwendig ist, um durch diese stressige Phase sattgrün zu kommen. Warum braucht der Rasen jetzt Kalium? Einfach aus dem Grund, Kalium sorgt für eine bessere Zellfestigkeit. Des Weiteren optimiert auch Kalium den Wasserhaushalt im Grashalm. Das bedeutet, einmal wird der Wurzeldruck optimiert und die Spaltöffnung bedeutet, die Wurzeln ziehen ja das Wasser an. Dieser Teil wird optimiert, wie auch das Grashalm, was dann das Wasser wieder verdunsten lässt. Also die Spaltöffnung, auch das wird optimiert. Und somit kann der Rasen im gesamten Wasser einfach effizienter nutzen und kommt sattgrün durch den Sommer. Wie erkenne ich Kaliummangel? Eine häufig gestellte Frage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erkennen. Gerade durch eine lange Hitzeperiode im Sommer, wenn der Rasen sehr gestresst wird, dann kann es zu braunen Flecken kommen. Und das ist meist ein Zeichen dafür, dass Kalium fehlt, weil wir wissen ja, Kalium macht die Zellen robust. Und wenn sie nicht robust sind, dann kann einfach braune Flecken entstehen. Das gleiche auch im Winter durch Kältestress. Wenn die Zellen einfach zu instabil sind, kann es hier zu Rasenkrankheiten kommen, braune Flecken und Stellen auf dem Rasen. Und als zweite Variante ist es eigentlich sehr sinnvoll, eine Bodenanalyse zu machen, denn dann bekommt ihr alle wichtigen Nährstoffe von uns aufgelistet und seht dann anhand eurer Auswertung, ob euer Rasen Kalium benötigt, ob ihr einen Kaliummangel habt und somit könnt ihr dann auch gezielt dagegen vorgehen und den Kaliummangel dann wieder zu schließen und den Rasen zu stärken, dass er gerade durch diese stressige Situation sehr gut durchkommt. Hier sieht man nun das Ergebnis vom Stressmanager. Das Ergebnis ist nicht gleich zu sehen, wie es zum Beispiel beim Extra Power oder bei unserem normalen Langzeitdünger oder Premiumdünger ist, sondern die Wirkung zeigt sich eher dann zum Beispiel später im Sommer, wenn der Rasen wirklich trocken ist, es nicht viel regnet, dass der Rasen dann einfach länger grün bleibt und nicht direkt vertrocknet, einmal durch dieses Kalium, das hier das Wasser optimiert und auch die Zellen stabilisiert. Und zusätzlich haben wir aber dennoch eine kleine Wirkung, nämlich nach 7 bis 8 Tagen merkt man dann in Kombination natürlich mit Wasser, dass der Rasen dann auf jeden Fall eine grüne Färbung bekommt, weil der Stressmanager den Rasen zusätzlich noch grün macht, aber hat natürlich keinen Stickstoff enthalten, somit wächst der Rasen auch nicht stark. Dennoch ist es grundsätzlich wichtig, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass der Rasen im Sommer länger durchhält und auch länger grün bleibt, dass man den Rasen trotzdem wässert im Sommer, weil wenn es extrem trocken ist, braucht der Rasen auf jeden Fall Wasser. Wie wende ich jetzt den Stressmanager richtig an, damit wir dann auch im Sommer oder auch im Winter bei den stressigen Phasen gute Ergebnisse bekommen, dass der Rasen gleichmäßig mit Kalium versorgt ist. Wichtig, achtet auch hier wieder auf die Dosierung, dass ihr nicht zu viel oder auch nicht zu wenig auftragt, um danach ein schönes Ergebnis zu bekommen. Des Weiteren solltet ihr am besten den Stressmanager gleichmäßig mit einem Tellerstreuer oder mit unserem Turbostreuer verteilen. Am besten einmal längs und quer über den Rasen laufen mit dem Turbostreuer, damit ihr ein ordentliches Streubild bekommt. Wir zeigen euch jetzt aber auch gleich nochmal, welche Stufe wir hier einstellen, wie ihr das Ganze in unseren Turbostreuer einfüllt, wie das Ganze funktioniert und tragen das dann hier auf unsere Rasenfläche auf. Denn in den nächsten Tagen soll es unter anderem richtig warm werden und deshalb braucht der Rasen jetzt einfach eine ordentliche Portion Kalium, um durch diese gestresste Phase einfach gut durchzukommen. Wir bringen jetzt den Stressmanager einmal auf dem Rasen auf. Wir brauchen ungefähr 40 Gramm pro Quadratmeter und füllen das jetzt einmal in unseren Düngerstreuer ein und stellen da die Stufe 4 bis 5 ein. Das Coole ist beim Stressmanager auf jeden Fall, man kann den Rasen nicht verbrennen, also man kann nicht zu viel auftragen. So, jetzt haben wir mal bloß eine kleine Menge eingefüllt.
und bringen die jetzt auf den Rasenlauf. Das war es jetzt mit dem Video zum Stressmanager. Ich hoffe, euer Rasen kommt jetzt perfekt durch den Sommer und vor allem auch sattgrün durch den Sommer. Falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Der Stressmanager ist auch unten verlinkt. Checkt gerne die Beschreibung ab. Wenn noch Fragen offen sind, ab damit in die Kommentare. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Rasentipps zu verpassen. Und somit bis zum nächsten Video.